Meine These in der Quintessenz, in der Kurzform war, dem Konstrukt BU wird es nie gelingen, in der heutigen Ausrichtung dem Bedarf der Berufsgruppen, aller Berufsgruppen gerecht zu werden. Meine Damen und Herren, ich schule, referiere relativ häufig über das Thema Biometrie. Und wenn ich die Frage in die Runde stelle, was für Sie ist Arbeitskraftsicherung? Dann kommt reflexartig zu 99%, Arbeitskraftsicherung ist für mich BU. Das ist das, was der Makler, was die Branche zurückspiegelt. Und seit 2001 versuchen wir als Branche, jegliche Berufsgruppen in die BU zu drücken. Wir haben dort einen Auftrag und der Reflex, der entsteht, wenn das gewählte Produkt nicht zum Geldbeutel des Kunden passt, dann fangen wir an, so ein bisschen zu drehen. Wir senken die Rente, wir senken das Ablaufalter, gehen von 67 auf 65, 63. Wir versuchen es entsprechend passend zu machen. Sie werden heute hier im Rahmen der DKM viele Ideen geliefert bekommen, die innerhalb der BU eine Relevanz haben. Neue Arbeitsunfähigkeitsklauseln, neue Prognosezeiträume, neue Pflege- oder Dirt Disease-Bausteine, die wir in einer BU integrieren. Wir als Guter Leben haben gesagt, das ist es nicht, das reicht nicht, weil wir innerhalb der BU immer nur die wenigsten Berufsgruppen erwischen. Wenn wir unseren eigenen Bestand mal auswerten, dann darf ich Ihnen sagen, der Anteil an Handwerkern in unserem BU-Bestand ist relativ gering, verschwindend gering an der Stelle. Und das ist auch das, was uns der Markt widerspiegelt. Wir brauchen also Optionen, Alternativen, um vor allem dann konzeptionell voranzutreten und nicht mehr diesen Silo-Gedanken, das ist das, was das Puzzle darstellen soll, BU overall, ich gehe heute zum Termin, ich verkaufe, ich berate heute eine BU, sondern wir möchten Ihnen Ideen mitgeben, ganzheitlicher anzusetzen. Der erste Step, an den wir denken müssen, ist, dass die eigentliche Lücke ja viel früher beginnt. Keine BU dieser Welt schafft es, die erste Leistungslücke nach 6 Wochen abzubilden. Kriegen Sie nicht hin. In dem aktuellen Konstrukt passt es nicht. Die erste Lücke beim Arbeitnehmer, wir haben mittlerweile fast 45 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland, die erste Lücke entsteht hier nach gerade einmal 6 Wochen. Meine Damen und Herren, wüssten Sie, was vor 6 Wochen das aktuelle politische Thema in Deutschland war? Wüssten Sie es noch? 6 Wochen her. Hans-Georg Maaßen, Seehofer. Diese ganze Posse damals war 6 Wochen lang das dominierende Thema in den Medien. Ich will Ihnen damit sagen, in der heutigen Welt verfliegen 6 Wochen wie am Stück. Heute spricht darüber kein Mensch mehr. Wir haben es mal ausgewertet, gerade mal 8% aller Arbeitnehmer haben ein privates TG und die Gründe dafür sind relativ klar definiert. Erstens, kleinpreisiges Produkt, relativ viel Aufwand, ich brauche Gesundheitsfragen und zwar volle, bekomme relativ wenig Quotage. Drittens, nicht unbedingt im Fokus des Kunden. Und das vierte ist, es gibt teilweise Berufsgruppen, wo Ihnen dann nach getaner Beratung der Anbieter sagt, lieber Makler, seien Sie mir nicht böse, aber die Berufsgruppe will ich eigentlich gar nicht. Ein Handwerker als KV-Ergänzung, TG, teilweise kann das schwierig sein. Wir möchten Sie ermutigen, auf das TG weiterhin zu beraten, weil es in der Beratung wesentliche Aspekte liefert. Wir müssen über Lohnzettel sprechen, Brutto-Netto, 70-90-Regelungen. Wir müssen über Lohnklassen, Kinderfreibeträge, über entsprechend konkrete Daten reden, um dann dem Kunden auf einem Papier die Lücke zu ermitteln. Es geht dann weiter, dass der Kunde Ihnen Signale gibt. Signal 1 ist, die 20%, die du mir eben ausgerechnet hast, die habe ich, die vertrage ich. Das ist ein tolles Kaufsignal. Sie haben einen Kunden mit einem laufenden Haushaltsüberschuss. Das zweite realistischere Zeichen wäre, habe ich nicht. 20% von heute auf morgen, die mir fehlen, ich habe sie nicht. Dann ist es ein mindestens genauso gutes Kaufsignal, denn Sie alle wissen hier im Raum, die TG-Absicherung als solches liegt vielleicht bei 8 oder 9 oder 10 Euro Beitrag. Das kann man machen. Ich habe eine 3-jährige Tochter. Ich kann Ihnen ziemlich genau sagen, wie lange meine Ersparnisse reichen, um meine 3-jährige Tochter weiterhin finanziell durchzubringen, wenn mir 20% fehlen. Das Problem ist nur, sie wird mit jedem Tag, den sie älter wird, wird sie immer teurer. Ich weiß, wann die Kita-Gebühr tickt, ich weiß, wann die Darlehensrate tickt. Von daher nutzen Sie die Chance, in der TG-Beratung konkret zu werden und den Kunden zu erden. Das Zweite, was wir glauben, innerhalb der Biometrie, innerhalb der Arbeitskraftsicherung, was uns Türen öffnen wird, ist in Alternativen denken und zwar echt und offen. Die Reaktion ist, ich biete eine BU an. Wenn die nicht passt, dann versuche ich es passend zu machen oder, wenn es nicht geht, weiche ich aus in andere Lösungen. Das ist enorm schwierig, weil Sie ja gerade eben BU beraten haben.
Den Königsweg von einer guten BU-Beratung, die der Kunde aber nicht bekommt, aufgrund von medizinischen Gründen oder finanziellen Engpässen, den dann umzuschwenken in eine Dread Disease oder eine Grundfähigkeit, das ist aber extrem schwierig. Von daher empfehlen wir, denken Sie aktiv, denken Sie offen in Alternativen und zwar von Beginn an der Beratung und so lange wie möglich, solange Sie das Feld offen lassen, desto größer ist die Chance, einen Abschluss zu generieren. Und Sie bekommen, wenn Sie einen Straßenbauer, einen Fliesenleger, einen Dachdecker, einen Elektriker fragen, was ist dir wichtig im Sinne von Arbeitskraftsicherung, bekommen Sie völlig andere Antworten, als wenn Sie einen Architekten, Juristen oder Steuerberater fragen. Der Straßenbauer wird Ihnen sagen, ich muss heben können, ich muss tragen können, mein Körper ist das, was ich brauche, währenddessen der Architekt, der Jurist, der Steuerberater, der kaufmännische Angestellte Ihnen unter Umständen völlig andere Antworten geben wird. Stichwort psychische Belastung in seinem Beruf. Der Handwerker steht anders zu diesem Thema und wir empfehlen auch da, bleiben Sie so lange offen wie möglich. Das Dritte ist, wenn Sie vorne flexibel sind in der Beratung, in Ihrem Spielsystem, dann brauchen Sie hinten Lösungen, die aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, wir als Gesellschaft möchten Ihnen Lösungen an die Hand geben. Sie sollen nicht dreimal rechnen, um eine TG-Prämie zu bekommen, eine SBU-Prämie zu bekommen oder eine Grundfähigkeitsprämie zu bekommen. Sie benötigen einen Rechner, mit dem Sie auf einen Blick drei Beiträge kriegen. Was Sie ausdrucken können, was Sie hinlegen können, was Sie beantragen können. Eine Antragsstrecke, erstens. Das Zweite ist, Sie sollen nicht dreimal eine Gesundheitsprüfung durchlaufen. Das ist doch Quatsch. Wenn Sie ein TG in Verbindung mit einer BU beantragen, dann muss eine Gesundheitsprüfung reichen. Und was nicht passieren darf, ist, dass der Krankenversicherer sagt, ich nehme ihn nicht, der Lebensversicherer sagt, ich nehme ihn. Stehen Sie wieder als Makler blöd da. Wir brauchen also eine Aussage eines Versicherers, der sagt, die Kombination möchte ich haben. Drittens, Sie brauchen im Leistungsbereich abgestimmte Prozesse. Der Krankenversicherer möchte im Leistungsfall so schnell wie möglich raus, der Lebensversicherer will so spät wie möglich rein. Ist doch logisch. Wir brauchen also AVB-gemäße Abstimmung, dass alles aus einer Hand kommt, und die Kranken so lange liefert, bis sie leben mit ihrer Prüfung, BU, ja oder nein, entsprechend durch ist. Und das, was ich Ihnen eben in den, was haben wir jetzt, 7 Minuten 20 vorstellen durfte, es sind nicht drei Produkte, es ist eine Antragsstrecke, es ist ein Anbieter, es ist die Gotha Leben. Und wir freuen uns, wenn wir gemeinsam konzeptionell, biometrisch mit Ihnen wieder wachsen dürfen. Danke.